Der nächste Zaubertrick ist eigentlich eine ganz einfache Sache und das hat, glaube ich, jeder Barkeeper oder Kneiper an der Theke liegen. Zwei ganz einfache Gummiringe, die nehmt ihr über Daumen und Zeigefinger, das gleiche auf der anderen Hand auch. Das Ganze wird in dem Fall verkettet, dann dürft ihr so magische Bewegungen machen. Dann bittet ihr jemanden zu pusten, ich mache das jetzt mal, und schon sind die beiden wieder voneinander befreit. Für das Durchdringen der beiden Gummiringe braucht man zwei gleichfarbige Gummis. In dem Fall nehme ich etwas engere, man kann auch weitere nehmen. Den ersten Gummiring, der kommt zwischen Daumen und Zeigefinger, wird gleich auf Spannung gebracht. Den zweiten lasse ich mit dem Zeigefinger hier durchhängen, spanne ihn dann aber auch mit dem Daumen, greife, um das Ganze abzusichern, mit den beiden Mittelfingern von hier oben, sodass das Gummi auch nicht weg kann, wenn ich jetzt hier ziehe. Und jetzt kommt der eigentliche Trick. Ich bringe das Gummi nach hinten auf Spannung, greife mit dem Zeigefinger hier rum und fange es auf. Ich zeige es nochmal ganz langsam. Ich bringe das Gummi auf Spannung, greife mit hier unten die Schlinge und fange es auf. Das setzt natürlich so ein klein bisschen Übung voraus, aber ich kann versichern, das ist eine Sache, wo sich ganz viele den Kopf zerbrechen werden und sich fragen, wie hat er das gemacht?